Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Konsequenz aus den Terroranschlägen in den USA will die Bundesregierung deutlich mehr Geld für die Sicherheitspolitik ausgeben. Finanzminister Eichel stellte zusätzliche 3 Milliarden Mark bereit, die durch Steuererhöhungen finanziert werden sollen. Ein Teil des Geldes fließt in die Bundeswehr. Das Kabinett brachte heute erste konkrete Antiterrormaßnahmen auf den Weg. Unter anderem sollen die Flugsicherheit verschärft und das Religionsprivileg im Vereinsrecht abgeschafft werden. Hans Eichel, der Finanzminister, war heute für eine Überraschung gut. 3 Milliarden Mark zusätzlich im Haushalt 2002 durch Erhöhung der Tabaksteuer um 4 Pfennige und der Versicherungssteuer um 1 Punkt. Umschichtungen im Haushalt sind in dieser Konjunkturlage nicht mehr möglich. Da ist alles ausgereizt und wir werden alle Hände voll zu tun haben, den Abbau der Neuverschuldung weiterhin zu bekommen. Und das heißt, es geht nur noch solide finanziert über Steuern. Mit diesem Geld wird das Antiterrorpaket finanziert, das heute im Kabinett beschlossen wurde. Im Einzelnen wird der Antiterrorparagraf verschärft, Ausweitung des Strafrechts, um Mitglieder und Unterstützung internationaler krimineller Vereinigungen verfolgen zu können. Das Religionsprivileg wird eingeschränkt, Änderung des Vereinsrechts, um islamistische Extremistenorganisationen, die sich als Religionsgemeinschaften tarnen, verbieten zu können. Die Geldwäsche wird erschwert, Auskunftspflicht der Banken über Konten mutmaßlicher Terrororganisationen und die Sicherheit an Flughäfen wird erhöht. Nachrichtendienstliche Überprüfung des Flughafenpersonals und strengere Kontrollen an Flughäfen. Der Finanzminister wird dazu mit den 3 Milliarden das Bundeskriminalamt, die Nachrichtendienste, Flugsicherung und die Bundeswehr finanziell besser ausstatten. Im Rahmen der von der Verfassung gezogenen Grenzen wird auch die Bundeswehr ihre Aufgaben bei der Sicherung der Infrastruktur, bei der Sicherung militärischer Einrichtungen in Deutschland zu erfüllen haben. Das versteht sich ganz von selbst. Über die genaue Verteilung der Gelder gibt es noch keine Klarheit. Manche befürchten, Rudolf Scharping könne so auf Kosten Chilis den Löwenanteil kassieren. Im Kampf gegen den Terrorismus steht Deutschland an der Seite der USA. Mit breiter Mehrheit sicherte der Bundestag der US-Regierung heute uneingeschränkte Solidarität zu und erklärte sich auch zu militärischer Unterstützung bereit. In ihrer Entschließung mahnten die Parlamentarier allerdings zu Besonnenheit und plädierten für ein international abgestimmtes Vorgehen im Kampf gegen den Terror. Bei der namentlichen Abstimmung konnte Bundeskanzler Schröder eine rot-grüne Mehrheit hinter sich bringen. Eine kleine Geste als kalkuliertes Symbol. Demonstratives Kanzlerlob für die grüne Fraktionschefin. Heute steht die Regierungsmehrheit. In seiner Regierungserklärung hatte Schröder die Bereitschaft zur militärischen Solidarität bekräftigt und gleichzeitig Grenzen benannt. Zu Risiken, auch im Militärischen, ist Deutschland bereit, zu Abenteuern nicht. Diese werden von uns dank der besonnenen Haltung der amerikanischen Regierung auch nicht verlangt. Und ich denke, das wird so bleiben, meine Damen und Herren. Rot-grüne Rollenverteilung. Der Kanzler spricht über Militärhilfe. Die Grünen fordern politischen Strukturwandel. Ohne ein politisches Konzept, das über den Tag hinausweist, ohne ein Angebot zur wirksamen Lösung der sozialen und ökonomischen Konflikte auf dieser Erde, werden wir nicht in der Lage sein, Fanatikern und ihren terroristischen Netzwerken den sozialen Nährboden zu entziehen. Da müssen wir dran arbeiten. Ex-Finanzminister Theo Weigel bei Schröder an der Regierungsbank. Faktisch die Stunde einer großen Koalition, in der die Opposition nicht widersprechen, sondern nur Unterstützung anbieten kann. Wir bieten Ihnen, Herr Bundeskanzler, dabei eine nationale Allianz der Entschlossenheit an. Sie können sich, auch wenn es um unpopuläre Entscheidungen geht, auf unsere Zustimmung, auf unsere Unterstützung dabei verlassen. Gemeinsamer Antrag aller Parteien, bis auf die PDS. Sie lehnt als einzige die Option deutscher Militäreinsätze grundsätzlich ab. Es muss doch auch in Deutschland legitim sein, vor einer Spirale der Gewalt zu warnen, ohne des Anti-Amerikanismus verdächtig zu werden. Und es sind in der Gesellschaft sehr viele, die wie wir vor dieser Spirale der Gewalt warnen. Ganze 40 Gegenstimmen, darunter 4 Grüne, aber die wirkliche Belastungsprobe kommt erst noch. Dann, wenn der Bundestag tatsächlich über deutsche Militärhilfe abstimmen muss.
Um die Solidarität mit den USA ging es am Abend auch bei einem Treffen von Bundeskanzler Schröder mit dem britischen Premierminister Blair. Zu den Ergebnissen des Gespräches jetzt direkt aus Berlin, Werner Sonne. Die internationale Koordination des Kampfes gegen den Terror geht weiter. Das ist wohl das wichtigste Ergebnis dieses kurzen Treffens zwischen Bundeskanzler Schröder und dem britischen Premier Blair. Der Kanzler hat ja noch einmal soeben bekräftigt, dass man mit politischen, aber auch mit militärischen Mitteln hierbei gegen den Terror vorgehen könne und auch müsse. Er hat allerdings auch auf die Notwendigkeit der politischen Maßnahmen hingewiesen und auf die Chancen, die sich jetzt möglicherweise im Nahen Osten ergeben. Aber er hat vor allem darauf hingewiesen, dass die Bekämpfung des Terrors eine europäische Aufgabe sei, und dazu erklärte er: Wir stimmen schließlich darin überein, dass wir mittel- und langfristig ein entschiedenes Programm brauchen, und zwar weltweit brauchen, um den terroristischen Sumpf trockenzulegen. Dieses Programm ist eines, das wir im nationalen, aber eben auch und gerade im europäischen Maßstab miteinander, und zwar beide zusammen, voranbringen wollen. Und die erste Gelegenheit wird bereits der Europäische Rat am Freitag in Brüssel sein. Und das seien Maßnahmen, die man natürlich auch mit den Amerikanern koordinieren müsse. Der britische Premierminister hat all diesem voll zugestimmt, und er hat betont, es sei keineswegs so, dass die Koalition, die internationale Koalition, unter dem Eindruck des Terrors nun schwächer werde. Ganz im Gegenteil, nach seinem Eindruck werde sie immer stärker, und er fügte hinzu, wir werden diesen Kampf gewinnen. Er fliegt heute Abend weiter nach Paris und von hier aus dann nach Washington, zurück nach Hamburg. Vor möglichen Vergeltungsschlägen bemühen sich die USA um eine weltweite Allianz gegen den Terrorismus. Nach Gesprächen mit Frankreichs Staatschef Chirac berät die US-Regierung heute auch mit Bundesaußenminister Fischer. Bei einem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Powell sagte Fischer Washington volle Rückendeckung zu. Dabei sei keine Option ausgeschlossen. Im Laufe des Abends will Fischer auch mit Präsident Bush zusammenkommen. Der Tag der Diplomatie in Washington. Bundesaußenminister Fischer hat heute seinem Amtskollegen Powell die direkte Unterstützung der Bundesrepublik im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zugesagt. Ich konnte ihm versichern, dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland in voller Solidarität, oder wie es der Bundeskanzler genannt hat, in uneingeschränkter Solidarität zu den Vereinigten Staaten steht, dass wir Teil dieser Antiterrorkoalition sind, dass wir sie aktiv in allen Bereichen mitgestalten wollen und mitgestalten werden, und dass wir auch in diesem Zusammenhang keine Option ausschließen. Solidarität bekundete auch der französische Präsident Chirac. Er war der erste Politiker, der nach den Terroranschlägen von Präsident Bush empfangen wurde. Von einem Krieg sprechen mochte er aber nicht. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt Krieg nennen sollten, sagte er. Eines ist sicher, es ist eine ganz neue Art von Konflikt, mit dem wir es hier zu tun haben. In Washington eingetroffen ist außerdem die indonesische Präsidentin Megawati Sukarnoputri. Diese Visite war bereits seit längerem geplant. Die Gespräche mit der politischen Führung des größten muslimischen Landes der Welt bekommen nun Gewicht im Kampf gegen den Terror. Außenminister Fischer wird noch heute zu einem Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus erwartet. In dieser Woche wird die internationale Antiterror-Koalition, auf die die amerikanische Regierung so viel Wert legt, geschmiedet. Alle wichtigen politischen Führer haben Solidarität zugesagt. Damit sind die diplomatischen Vorbereitungen abgeschlossen. Und noch heute Nachmittag läuft der dritte Flugzeugträger aus in Richtung Arabisches Meer. Die nächste Etappe dürfte ein Militärschlag sein, einer oder mehrere. Der pakistanische Präsident Musharraf hat in einer Fernsehansprache die angekündigte Unterstützung der USA bei einem Militärschlag gegen Afghanistan verteidigt. Andernfalls wäre das Atomwaffenprogramm seines Landes gefährdet. In Afghanistan beraten seit heute islamische Geistliche, wie mit dem mutmaßlichen Terroristenführer Bin Laden verfahren werden soll. Das Taliban-Regime bot den USA Gespräche an. Washington dagegen forderte erneut die Auslieferung Bin Ladens. Weil er den Amerikanern im Kampf gegen den internationalen Terrorismus helfen will, steht er im eigenen Land zurzeit gewaltig unter Druck, Pakistans Militärmachthaber General Musharraf.
In einer Fernsehansprache wendete er sich heute Abend an die pakistanische Bevölkerung. Die Regierung handele im nationalen Interesse, wenn sie mit den Amerikanern zusammenarbeite. Das Land macht die schwerste Krise seit dem Krieg gegen Indien 1971 durch. Eine falsche Entscheidung könnte unsere Zukunft gefährden. Ganz andere Töne waren heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz der Allianz islamischer fundamentalistischer Gruppen zu hören. Sie warnte die pakistanische Regierung vor einem Bürgerkrieg, wenn sie den USA bei einem Militärangriff auf das Nachbarland helfe. Die pakistanische Armee wird das Ziel der öffentlichen Wut und des Hasses, wenn die Regierung erlaubt, unsere islamischen Nachbarn anzugreifen. Fast zwei Drittel der Pakistaner sind der Ansicht, dass die Regierung lieber dem Nachbarland Afghanistan statt den USA helfen sollte. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage hervor. Dazu kommt, dass die Stimmen der Fundamentalisten im Land immer lauter werden. Pakistan steht vor einer Zerreißprobe. Bei einer Gedenkveranstaltung vor der US-Botschaft in Islamabad trauerten am Nachmittag Pakistaner und Diplomaten um die Toten der Terroranschläge in den USA. Friedliche Bilder, die über die nervöse Stimmung im Land hinwegtäuschen. Die Bundesregierung hat heute den Deutschen in Pakistan nahegelegt, das Land zu verlassen. In New York gehen die Bergungsarbeiten in den Trümmern des World Trade Center weiter. Bis heute wurden 218 Tote gefunden. Nach Angaben von Experten könnten die Arbeiten noch mehr als 6 Monate andauern. Unterdessen ermitteln US-amerikanische Börsenaufsichten wegen möglicher Insidergeschäfte im Zusammenhang mit den Terroranschlägen, bei denen mehr als 5000 Menschen starben. Das Denkmal für den New Yorker Helden ist bereits angekommen, eine Bronzestatue für die im Einsatz getöteten über 300 Feuerwehrmänner. Ihre Kollegen geben den Versuch noch nicht auf, wenigstens einen Verschütteten noch lebend bergen zu können. Doch je weiter sie sich in den Trümmern vorarbeiten, desto mehr sinkt die Hoffnung. Solche Hohlräume am Rande des Trümmerfelds sind inzwischen durchsucht, ohne Erfolg. Im Zentrum der Millionen Tonnen schweren Trümmerdecke wird man wohl nicht mal mehr Leichenteile finden können. Selbst Beton ist pulverisiert. Und immer deutlicher wird, wie viele andere Gebäude ringsum so massiv beschädigt sind, auch in der Statik, dass sie wohl abgerissen werden müssen. Ein Dutzend Hochhäuser hatte schlimm erwischt. Dennoch versucht New York, so schnell wie möglich zum Alltag zurückzukehren. Gleich nebenan gehen aber an der Börse am dritten Tag in Folge die Aktien weiter nach unten. Betroffen vor allem Versicherungen, Fluglinien und Flugzeughersteller, Unsicherheit aber insgesamt. Um einen tiefgreifenden Einbruch der Weltwirtschaft zu verhindern, sind die Spekulationsgeschäfte mit sogenannten Leerkäufen, eine Art Wette auf Kursverluste, inzwischen stark reguliert worden. Und hier ist inzwischen ein schrecklicher Verdacht aufgekommen. Vor einer Woche wurde bis zum Hundertfachen des Üblichen mit Kursverlusten spekuliert, der Fluggesellschaften American und United Airlines, kurz bevor deren Flugzeuge entführt wurden. Wer immer das tat, wusste er vorher von den Terroranschlägen? Die amerikanische Börsenaufsicht hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Wegen erwarteter Auftragskürzungen nach den Terroranschlägen in den USA werden in der internationalen Luftfahrt zahlreiche Stellen gestrichen. Der Flugzeugbauer Boeing hat heute erklärt, bis Ende nächsten Jahres bis zu 30.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen. Die US-Fluggesellschaften planen, bis zu 100.000 Mitarbeiter einzusparen. Auch die deutsche Lufthansa prüft einen Stellenabbau. Nach Angaben des Konzerns soll es jedoch keine Entlassungen geben. Trotz der von Palästinenserpräsident Arafat verordneten Waffenruhe ist es im Westjordanland wieder zu Schusswechseln gekommen. In Hebron beschossen militante Palästinenser die Häuser jüdischer Siedler. Die israelische Armee feuerte mit Panzerkanonen auf die umliegenden Hügel. Israel erklärte, die erforderliche 48-stündige Waffenruhe vor der Aufnahme von Gesprächen mit Arafat habe damit noch nicht begonnen. Die radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und Dschihad wollen den Aufstand gegen Israel fortsetzen. Die Tarifparteien der westdeutschen Chemiebranche haben sich auf eine Neuregelung der Altersvorsorge für die rund 600.000 Beschäftigten geeinigt. Demnach können von Anfang nächsten Jahres an vermögenswirksame Leistungen, das 13. Monatsgehalt und das Urlaubsgeld bis zu einer festgelegten Höchstgrenze in Beiträge für eine Zusatzversicherung umgewandelt werden. Der Vertrag läuft bis zum Jahr 2008.
Die Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation muss ihre umstrittene Gebührenordnung für die Vergabe von Lizenzen teilweise zurücknehmen. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht heute in Berlin. Die Verordnung für 1997 sah für Telekommunikationsfirmen einmalige Lizenzgebühren von bis zu 10,6 Millionen Mark vor. Diese Gebührensätze seien nicht durch das Telekommunikationsgesetz gedeckt, so das Gericht. Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist mit einem Sieg in den UEFA-Pokal gestartet. Die Berliner gewannen das Erstrunden-Hinspiel beim belgischen Vertreter KVC Westerlo mit 2:0. Die Tore für Hertha erzielten Andreas Schmidt und Stefan Beinlich. Die Lottozahlen 4, 10, 23, 24, 25, 30, Zusatzzahl 42, Superzahl 8, die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 1, 7, 7, 6, 3, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 9, 1, 4, 3, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. September. Das Tief hat inzwischen die Niederlande erreicht und erfasst in einem großen Wirbel ganz Europa. Auswirkungen sind sogar auf den Balearen zu spüren. Es bringt Regen nach Belgien, Frankreich und Deutschland. Ein Hoch über den Alpen bringt Sonne von Südfrankreich bis zum Balkan. Das Tief schickt bereits heute Nacht Regen nach Deutschland. Vor allem am Oberrhein und am Main regnet es kräftig. Morgen scheint die Sonne nur im Norden und Süden, in der Mitte und im Südwesten weiterhin Regen, sonst sehr wolkig und immer wieder Schauer. Der Wind weht unterschiedlich stark, vorwiegend aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen sinken auf 12 Grad auf den Inseln und 4 Grad auf den Bergen. Morgen liegen die Temperaturen allgemein bei 15 Grad, nur im äußersten Süden bis 18 Grad. Und das sind die Aussichten. Am Freitag noch Schauer, Samstag wird es etwas freundlicher und Sonntag Sonne mit Wolken und kaum noch Schauer.